Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir spielen heute wieder auf den Nitrado-Server und suchen Ostereier. Und zusammen bin ich heute mit Inbits Hocker. Genau, wir hatten uns ja Yay. in der letzten Folge verloren. Ich habe ihn jetzt wiedergefunden. Wir waren gar nicht so weit auseinander. Ich war nur so quasi um die Ecke. Und wie ihr jetzt an dem Kompass hier unten seht, ne, jetzt dreht er nicht durch, aber wenn ich ein Stück weiter laufe, Ja, ein bisschen mehr hier in die Richtung. dann rastet er aus, nämlich hier. Das bedeutet, wahrscheinlich ist es hier in diesem Turm, oder? Kann sein. Warte, hier kann man hoch. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, hier ist ein Eingang. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Oh nein, böse Jump-in-Ones. Zack. So, ich kletter den Turm hoch. Ja, das war ja wieder toll. Und hier ist kein Ostereil. Der Kompass dreht durch wie ein Spacko, aber hier ist kein Ostereil. Denkt, das ist irgendwo hier, entweder in der Mauer oder unterirdisch. Ich habe mich versteckt. Du wirst mich niemals finden. Aha, ja, die Stelle kennen wir hier noch. Guck mal, die Stelle kennen wir doch noch, oder? Ah, dass wir hier was übersehen haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, es ist mehr hier so geradeaus. Jetzt zeigt der Kompass bei mir genau in die Richtung hier. Bei mir auch. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder runter. So. Müssen wir wieder hier rauf. Oder was machen wir? Hier waren wir schon mal. Hier dreht's durch. Ja, hier dreht's durch. Vielleicht ist es auch hier in dem Gebäude. Ja, es kann auch sehr gut sein. Oder hier in dem Galgen. Den Galgen hatte ich schon mal aufgenommen. Der Galgen war ja das Titelbild der gestrigen Folge. Ne, der vorgestrigen Folge. Hier oben in der, im Dach ist jetzt auch nichts versteckt, so wie es aussieht. Ich guck mal aus, Haus, Haus, Dach drauf, also oben drauf. Es muss aber hier in der Nähe sein. Oh, vielleicht in dem Haus? Ja, und hier, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's gehört. Es ging nicht. Geh mal aus. Hier. Okay. In ja, Leute, hier ist ein Osterei. Das befindet sich in diesem Haus. Nahe der Burg. Einfach beim Galgen. Vom Galgen aus einfach weiter nach Süden laufen. Und dann kommt ihr zu diesem wunderbaren Haus an dieser wunderschönen Brücke, wo man hier oben ins Schlafzimmer reinspannen kann. Und da beginnt es auch schon zu regnen. Und ja. Als nächstes zeigt es bei mir in wieder die Richtung. Echt? Bei mir zeigt es nach Osten. Echt? Ja. Bei mir zeigt es jetzt in die Richtung. Aber dann gehen wir einfach hier erstmal nach Osten. Ja, kannst du auch nochmal Rechtsklick machen. Vielleicht polt er sich dann um. Und jetzt zeigt er nach hier. Mehr so nach Norden. Aber. Ja, bei mir zeigt er gerade. Warte. Oh, jetzt dreht er. Also, jetzt ist er gerade hier. Ist ganz komisch geworden. Also, hier muss es. Ja, jetzt dreht er durch. Hier irgendwo. Hä? Eins. Das scheint ich schon zu haben, denn bei mir wird jetzt hier irgendwie. Mir dreht gerade der Kompass durch. Ich muss in die Richtung laufen, also direkt nach Norden. Und wahrscheinlich musst du. Bei mir dreht er hier bei all den Häusern durch, direkt am Marktplatz. Ja, wahrscheinlich musst du hier in das Gebäude. Bei dem Haus dreht er am Rad. Bei dem Haus, also der. Bei mir ist gerade hier Kompass-Action. Und ich meine nicht den Katalog, bei dem man sich Outdoor-Sachen bestellen kann. Ey, guck mal, hast du den Namen dieses Lokals gesehen?
Ich bin zwar in der, ich bin nicht ganz in deiner Nähe. Warte, ich suche gerade mal hier. Ich hab. Das heißt, zum besoffenen Creeper. Komm mal hier zu mir, ich habe das Ei gefunden. Okay, warte, ich guck grad nochmal. Du hast dieses Ei gefunden, steht hier. Hier steht auch ein Schild beim zum besoffenen im Küper. Willi Wirt Dunkelbier, Marke Special, nur für Harte. Aber warte, ich komme zu dir. Ich mache hier erst ein bisschen Sightseeing-Tour. So, habt ihr auch Met in dieser Kneipe? Wie bitte? Ach hier. Ob die auch Met haben? Nee, die haben nur Willi Wirt Dunkelbier. Dunkelbier mag ich nicht so. Aber so ein warmer Met oder so, so ein heißer Met. Schon lange nicht mehr getrunken. Jetzt zeigt der Kompass in genau nördliche Richtung. Immer noch. Ja, bei mir zeigt er jetzt auch in nördliche Richtung. Gut, dann müssen wir hier raushüpfen. Derweise. Und ich schätze mal, Hier sind Freunde. Ich schätze auch mal in der Kanalisation. Hier sind Freunde. Freunde, Knuddel! Ja. Warte, davor will ich auch noch mal zum Marktplatz gehen, weil ich habe ja zwei Eisen und ich würde mir gerne Eisenschwert machen. Was hast du für ein Schwert? Ich habe ein Holzschwert. Ich könnte das auch gleich mitmachen. Gibt's hier Punkte, wenn man Monster hat? Was? Gibt's hier Erfahrungspunkte? Ja, anscheinend schon. Bist du jetzt erst zum Marktplatz? Ja, ich bin jetzt schon fertig. Wo ist denn der Marktplatz? In der Mitte der Stadt. Okay. Na, dann hüpfe ich hier nochmal hoch. Das kann ja nicht weit weg sein, weil du warst ja bei mir in der Nähe und... Oh, wir haben hier einen ganz korrekten Typ, und zwar der Metzger, der ist am Markt. Und der verzaubert für 3 Gold dein Eisenschwert mit Schärfe 2. Das mache ich doch mal gleich. So, ich habe jetzt mein Eisenschwert. So, wie viel Eisen braucht man? Und wo gibt's das Eisenschwert? Hinten beim... Nee, also Eisenschwert musst du selber machen und das Verzaubern, das gibt's hier beim Metzger. So, oh, ich habe noch ein Holz, das reicht ja gerade mal so. Eisenschwert. Und jetzt gehst du da hinten zum Metzger und dann klickst du dann durch und dann musst du dem zum Metzger, das ist der andere Typ wie. Der sagt aber Holzschwert. Nee, man kann auch weiterklicken. Bei den Pfeilen. Oh. Ja, jetzt habe ich einen. Ah, guck mal. Guck mal, das ist geil. Hier gibt es einen Typ hier und der heißt Pferdeflüsterer. Können wir jetzt noch mehr bauen? Was haben wir denn? Vielleicht können wir noch ein bisschen Rüstung bauen. Ich habe 7 mal. Ich habe 7 mal Leder. Ja, ich habe nur 3 Leder. Was kann man denn mit Leder machen? Also, was könnte ich denn machen? Ja, ich könnte mir vielleicht eine Hose machen. Ja, ich kann mir nichts machen. Wenn ich nachher was gesammelt habe, dann teile ich mit dir. Die Hose hat geklappt, vielleicht kannst du ja noch verzaubern. Wer verzaubert denn hier bitte schön Hosen? Das ist der Typ, der neben dem steht und der Rüstungsschmied und der sollte das machen. Der will 3 Gold haben. Gut, dann muss ich erstmal den Nuggets umdingsen. Okay. Aber das wird nicht reichen, weil ich habe nur 16 Nuggets. Das hat nicht gereicht. Aber die Hose kann ich ja schon mal anziehen. Okay. Okay, jetzt gehen wir nach Norden. Auf mir gefallen diese Dinger hier oben drauf.
Diese Enderdrachen-Dinger. Ja. Sehen schon cool aus. Ja, weiter. Also gut, wir müssen nach Norden, hatten wir ja gesagt. Jetzt muss ich nach Süden. Nee, ich muss immer noch nach Norden. Ich muss mir noch in die Kanalisation. Wie bin ich denn jetzt eben hier? Ich hab dich wieder verloren. Bin bei der Kanalisation und warte auf dich. Die Kanalisation. Bin gleich da. Bin schon drinne. What the? Nein! Ganz viele Baby-Zombies und Creeper und... Hilfe! Ich bin doch nicht bei der Kanalisation. Einfach nach Norden gehen vom Marktplatz aus. Die sind gerade 5 Baby-Zombies. Und die sind viel schlimmer als die großen. Ja, noch ein paar mehr. Komm, noch 5. Jetzt kommen... Oh, Hilfe! Wieso nehme ich gerade nicht auf? Ah, ich bin gleich tot. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich habe nicht alles getötet, was hier kreucht und fleucht. Ich bin auf dem Weg. Ein halbes Herz. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin da. Ich habe gerade. Ich bin da. Wo sind sie? Zombies getötet. Wo sind sie? Ha? Wo sind sie? Ich schlag sie. Ich habe 13 getötet. Und du bist so unzuverlässig. Ich habe einen Zombie getötet gerade. Toll, ich habe 13 getötet. Du siehst wunderschön aus, hab ich ja schon mal gesagt. Mit den ganzen Pfeilen. Danke, danke, danke. Das ist ja ziemlich heftig hier. Das ist so ein bisschen PvE, hä? Ja. Oben. Oh. Oh, das ist ein Skelett mit Full Gold. Ich muss mich heilen. Mich auch. So, Pfeile. Zack. Creeper. Zack. So, Creeper tot. Oh nein! Tja. Das hat dich wohl getroffen. Okay, zumindest habe ich nichts verloren. Guck mal, wie ich mich für dich aufopfere. Ich geb dir mein Leben. Oh, hier ist eine Hexe und ein Creeper. Die Hexe ist dreimal schlimmer mit ihren Tränken. Zwei Hexen. Ich habe keine... Und ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe ganz viele Pfeile, warte. Habe ich weg. Ah, ich bin getroffen worden von dieser blöden Hexe. Okay, super, ich habe alle... Ich habe die Skelette und die eine Hexe weggeräumt. Jetzt wird es auch schon nicht mehr so schlimm, weil es langsam Tag wird. Komm schon, Creeper, explodier. Nee, ich hab ihn getötet. Das ist echt richtig übertrieben hier. Ich bin tot. Auf dich ist auch kein Verlass. Da steht ein Schild an der Wand, ich kann es jetzt nicht lesen. Oh, guck mal hier, Schweini. Dankeschön für deine Unterstützung. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin immer noch in der Kanalisation, ich lebe noch. Ach so. Bis jetzt. Ich laufe. Jetzt mach ich gleich mein schönes Eisenschwert kaputt. Danke, Nitrado. Ja, vielleicht sollten wir woanders hingehen. Das hat ja irgendwie keinen Sinn. Das ist hundertprozentig ein Ei drinne. Und ist gleich auch schon alles tot. Da hinten geht's noch weiter. Und hier steht ein Schild, was steht hier? Schrein von Ferris, Gott von Himmel und Erde. Ja, toll.
Was steht hier auch nochmal so ein Schild? Immerhin kann man hier leveln. Schrein von Serbia, Gott des Lebens und des Todes. Ja, interessiert mich ein feuchten Furz. Müssen wir klar ausdrücken. Hier ist das Ei! Hier ist das Ei! Hier ist meine Hexe! Ich hab sie getötet. Ah, ich hab das Ei auch gesehen. Ah, noch eine Hexe! Ich bin aber schon getroffen. Okay, ich hab das Osterei jetzt. Ja! Was für ein Ass! Oh, was für ein Blödmann! Wir haben uns hier durchgekämpft und dann kommt der Typ hier. Also wirklich, das ist echt eine Unverschämtheit. Ich bekomme jetzt angezeigt, wir müssen nach Süden. Nach Süden? Ich bekomme nach Osten. Der Typ, der hatte so ein Glück. Siehst du, der ist gekommen, genau nachdem wir alles zerstört haben. Dafür haben wir jetzt Punkte gesammelt. Ja, ich dürfen nur nicht sterben. Ich habe jetzt schon 10 Level. Ich habe Level 7. Aber ich eigentlich... Level 10. Ja, das ist ja eigentlich komisch. Wir sind ein paar Mal gestorben. Nee, es ist Keep Inventory an. Keep Inventory lässt das Inventar dabei, wenn man stirbt und auch die Level. Achso. Okay, willst du... Wollen wir jetzt erst nach Süden laufen oder wollen wir erst nach Osten? Ist mir egal, komm, gehen wir nach Süden. Wer sagt denn die Uhrzeit? Oh, ja, warte mal. Die Uhrzeit sagt, dass wir gerade bei 15 Minuten sind. Dann haben wir ja noch Zeit. Und dann schaffen wir noch 10 Eier in der Zeit. Natürlich. Denn wir sind einfach viel zu gut für dieses Spiel und ich habe dich verloren. Ich habe auf Turbo-Modus umgestellt. Dieter. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Und eine Spinne sieht dich auch, die ist über dir. Radar irgendwo. Und hier dreht der Kompass durch. Achso, du siehst es ja gar nicht, gell? Ja. So, also hier dreht der Kompass durch. Oh verdammt, jetzt habe ich mich voll erschreckt. Ich habe mich hier voll erschreckt gerade. Hier waren wir doch schon mal, sag ich dir. Wie kommt man denn hier hoch? Ach, das war keine Spinne, das war ein Spieler mit einem Spinnenkopf. Hm. Wie kommt man denn hier hoch? Wo hoch? Ich möchte in die erste Etage. Ach, jetzt bin ich in der ersten Etage. So. Also hier dreht mein Kompass durch. Es muss hier ein Ei in der Nähe sein. Guck mal wieder von den Dächern aus. Übrigens, kennst du schon das neue YouTuber-Projekt, was gerade läuft? Welches? Minecraft Varo. Nee. Also dann bestimmt wieder von solchen YouTubern, die du nicht kennst. Hey, ich kenne auch YouTuber. Mit sehr, sehr vielen Abonnenten, wie zum Beispiel Schleichwerbung, Ungespielt, Dena, Taddle, German, Let's Meal, Zombay und so weiter. Die, und das sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Mann oder vielleicht auch mehr, also korrigiert mich. Und die machen so etwas, sowas wie eine riesige Hunger Games Runde. Hunger Games könnten wir auch machen bei uns. Also jetzt dreht hier total mein Kompass durch. Ich muss mal auf den Baum hier. Ach, jetzt habe ich meinen auch so gepolt. Also jetzt dreht man auch durch. Shit.
abgestürzt. Oh, ich habe eine Endertruhe entdeckt. Ja, die haben wir aber schon. Die haben wir schon? Ja, die haben wir in der ersten Folge gemacht, das weiß okay, ich. Okay, aber ich muss jetzt hier, irgendwo ist das Ei. Hier dreht's durch. Das setze ich die Frage. Und die Zeit sagt, dass unsere und ja, dieses Mysterium, wo sich dieses Ei befindet, werden wir euch in der nächsten Folge offenbaren. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und lasst eine Bewertung da. Und willst du noch was sagen? Ja, wir haben fast 10 Eier geschafft in den letzten 5 Minuten. Hat fast geklappt. Also dann. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Schaut ihr immer noch diesen Schrott? Wiedersehen. Schaltet um. Es gibt was Besseres. Tschüss. Ich muss pipi. Ich kann jetzt gehen. Tschüss. Ciao. Ciao.